Ja, jetzt kommen die zwei Wege und ich habe mich schon entschieden, welchen ich als erstes streiten werde und das sind die zwei Kettensägenfrauen. Nur das größte Problem, was ich da haben werde, ist, dass ich, ja, wie soll ich sagen, immer den Explosionskarren hochjage, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Weil dann bräuchte ich nicht so viel Munition verschwenden. Ja, das ist der erste Teil von dieser ganzen Map. So, da ich so viel TMP-Munition habe. Bitte einmal reingehen, danke. Ich hoffe, du wirst kein Parasit. Nein, wirst du nicht. Wow. Das war ein bisschen zu nah. Schön erstmal fallen. Natürlich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr so viele Parasiten beschwöre. Komm, steh auf. Wenn du mich von da oben jetzt tötest. War ja sehr knapp dran. What? Ach, das ist eine Frau mit einer Heugabel. Könntest du kommen, danke. Dann brauche ich nicht so viel Muni zu verschwenden. Du lebst ja immer noch. Fickst aber auch kein Millimeter zu mir. So wie ich es noch kenne, sind noch nicht alle tot. Noch nicht. Ja, genau. Weh, du verwandelt sich, dann gibt's Stress. Danke sehr. Sehr interessante KI. Ich baller rum und mache Actionfilm hier und die juckt da nicht. Ja, der andere auf der anderen Seite hier, der da, den juckt das auch nicht. Komm, kriegst du dafür einen Tritt jetzt. Unsozial. Und kämpft doch mit seinen Kameraden. Ich meine, sogar die Bösen halten zu. Ja, sagen wir mal 75% zusammen. Ja, yeah, grünes Kraut. Brauche ich aber noch nicht benutzen. Erst wenn mir jemand dort da gleich vom Kopf haut. Jawohl, Schrotflintenmunition, 5 Stück, das ist auch schon mal nice. Hier müsste aber auch noch ein Schatz sein, wo ist denn der? Let's get ready to rumble! Das ist der Schlüssel, um hier rauszukommen. Und die andere ist einfach, damit es nicht so einfach ist. Ja, ich bin hier. Hallo. Guten Tag. Pust jemand anders an. Das wäre auch mal interessant, ob man das hinkriegt, dass der wirklich so viele wie möglich von seinen eigenen Leuten einfach abfackelt. Du bist doch noch nicht Kettensägen-Bitch, ne? So, ich muss mal eben mehr, das einfallen lassen. Sowas zum Beispiel, ja.
Dann lassen wir die da verbrennen und dann geben wir noch eine Handgranate drauf. Und dann gibt's Walla Walla. Okay, anscheinend muss ich da noch eine Granate reinschmeißen. Auch jetzt gut. Immer noch nicht. Danke sehr. Dann haben wir den Schlüssel und die müssen mir ein bisschen Kohle geben. Robin. Du Schweinehund. Du närrischer Schweinehund. Hat er sein. Glaube ich, Kopfzielen ist hier. Wer schmeißt hier? Du da oben. Ist hier der Schatz vielleicht? Komm her, Baby. Du gibst einen schönen Tritt. Damit du dich auch nicht verwandelst. Und wieder da hinten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist so eine Mauer. So, jetzt können wir erstmal Ashley rufen lassen. Also rankommen lassen. Ich wollte gerade sagen, läuft die jetzt nicht. Und dann ist der erste Weg eigentlich ja, größtenteils schon erledigt. Nice, Pistolenmuni. Wo stehst du jetzt? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Hier ist schon mal wieder nichts. Verdammt. Nein, nur ein Schlüssel kann passen. Klopf, klopf, boom. Ich hasse Kisten, wo nichts drin ist. Ja, flackert schön. Dieses. Ashley braucht Hilfe. Oh, jawohl. Normalerweise sagt ich bin perfect. Naja. Jetzt muss ich hier ganz schnell Ashley reinhauen. Damit der ersten Granate so viele wie möglich treffen. So, jetzt können wir noch mal damit ein bisschen Spaß haben. Jetzt sind sie nämlich genauso wie ich haben wollte, um einfach eine Granate zu sagen. Tschüss. Eine Granate? Nein. Kommt mal her. Oh oh. Boah, der hätte mich jetzt getötet. Ah, zu 100% hätte er mich getötet. Der hätte sie mich von oben nicht gekillt. Danke sehr. Ja, Schläge, komm raus. Oh, und das ist dann der theoretisch der einfache Weg, finde ich. Aber jetzt gut, alle meine Granaten verbraucht. Ein paar Munitionsgranaten sind immer gut. Oh, Pistole. Ich liebe Pistole. Wie gesagt, meine Lieblingswaffe. So, und hier soll jetzt der
Schatz sein? Nein. Aber ich gehe eben durch. Dann kann ich sie mich zum Händler und. Ja. Dann sind wir sie nämlich mal auf der anderen Seite. Raus. Theoretisch können wir jetzt auch weiterspielen. Aber wie gesagt, erstens will ich mir noch gut Knete zu verdienen. Und zweitens ist das eigentlich keine große Sache mit dem, wenn man die Erfahrung hat. Speichern werde ich trotzdem. Ja, hier geht es darum, dass jetzt derjenige, der uns vorhin so durch die Gegend geschmissen hat, also schon ein bisschen her. Ja. Dass der da unten in so einer Hütte ist. Und da kommt man halt mit einem Lift wie in Wolfenstein. Für diejenigen, die ein bisschen älter sind, also in meinem Alter ungefähr. So, und da müssen wir jetzt gleich von der anderen Seite rein. Dann kommen wir nämlich auch raus. Sag mir, du hast was Neues. Der hat aber auch so schöne rote Augen. Ja, rot ist anscheinend in. What are you selling? Ich weiß noch nicht, ob die. Und ich kann meine Waffe nicht aufrüsten. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich auf den einen Schatz gleich mal achten muss, wo der genau ist. Und schade, hier ist nichts mehr. Ehrenrunde. Also wenn der Schatz nicht hier ist, ist er da oben. Und theoretisch sollten jetzt auch keine neuen Leute hier gespawnt sein, um mir auf den Sack zu hauen. Na, ist das jetzt hier? Hä? Wo bin ich? Soll da sein? Muss er doch von unten sein. Hier scheint so ein Weg zu geben. Ja, ich weiß, glaube ich, was das ist. Na, ist es jetzt das, was ich gedacht habe? Nicht? Hier in der Luft ist aber auch nichts. Und soweit ich weiß, gibt es auch nichts dafür, wenn man hier alle Lichter ausschaltet. Naja, also ich glaube nicht, dass hier noch was gibt. Ja, ich fange dich hier auf. Nach rechts zu drehen, ja. Jetzt geht das große Tor auf.